Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, in der letzten Folge sah es ja nicht zu gut für uns aus. Wir hatten wenig Eisen und wenig Nahrung nur noch, weil irgendwie sehr produziert wird, beziehungsweise ich wahrscheinlich das Ganze unterschätzt hatte. Wir sind zwar mittlerweile an einer hohen Produktion eigentlich dran, aber natürlich ist irgendwie aktuell nichts wirklich so, wie es sein soll. Wir müssen mal gucken, dass wir natürlich unsere kleine Welt hier schützen vom Untergang. Weil wenn das passiert, dann haben wir ein Problem. Wachstumszeit 4 Solls. Ich denke mal, dass wir die also diesmal fertig kriegen. Wir müssen schauen, dass wir mit der Nahrung zurechtkommen. Irgendwie verstehe ich nicht genau, was hier hinten passiert. Hier ist irgendwas ganz, ganz schief. Wir sind aktuell noch auf Eisen angewiesen, auf Eisenlieferungen. Und das macht's nicht gut. Ich glaube, ich habe nicht nur das ganze Gebiet überdehnt. Ich habe extrem viel Arbeit gemacht. Hungernde Kolonisten 5. Ja, es ist leider so, wir können gerade nichts machen. Hat den Stand verloren und... Oh Gott, no. Lädst du weiter aus? Wir müssen irgendwie weiter gucken, dass wir Eisen so hoch wie möglich halten. Und das wird noch eine sehr schwierige Angelegenheit. Ich habe es zu sehr übertrieben. Wir haben jetzt dann wieder ein bisschen Nahrung, aber wir brauchen so viel. Also wir verbrauchen 30. Wir haben zwar hier zwei, die grundsätzlich arbeiten würden, aber jetzt haben wir hier zum Beispiel, dass hier Polymer benötigt wird, eigentlich um zur Reparatur. Wir müssen die Prio jetzt ein bisschen höher stellen. Dass das vielleicht das eine dann kriegt. Hier sind aber halt 3000 Sachen. Dem fehlt jetzt Strom. Ich weiß aber nicht, warum Strom fehlt. Wir haben allein 3000 gespeichert. Kann ich mir noch eine Nachschubdrohne holen oder ist das Nachschubdrohne, Frachtrakete? Ich kann mir sonst nichts holen, ne? Es lohnt sich zwar nicht, aber was sollen wir machen? Bring up the rocket. Haben wir Missionen irgendwie auf der Weltkarte, die wir machen können? Können wir mit euch Kontakt aufnehmen, Handel beginnen? Wir schicken, nee, das können wir nicht machen. Handel beginnen im Tausch für. Das kriegen wir hin. Damit können wir es anfangen, schicken. Abreisen, ein Tourist, 2 Minuten Geld für einen Bewerber halten, okay. Russische Föderation hier unten, können wir mit dem Handel beginnen. Na, das bringt sich nicht. Können wir für eine verdeckte Operation machen. Drohnen stehlen, nichts das erste. Wir haben auch nicht irgendwelche Missionen, die wirklich gerade was bringen für uns, ne? Wir können höchstens einen Hagel machen, aber ja, der ist auch nicht das, was wir brauchen. Einer mit Heimweh. So, er wird jetzt beladen. Ich kann halt auch nicht wirklich was verkaufen, kann ich? Warte mal, ich habe doch eine Handelsplattform, rein, theoretisch. Wir bieten... Was bieten wir? Wir können keinen Treibstoff anbieten. Das ist cool. Uncool. Das ist so, was ich am meisten besitze. Kalte Maschinen. Wir brauchen Nahrung dafür.
Ohne Polymer kommen wir nicht weit. Das ist das große Problem halt. Und ohne Polymer sind wir aufgeschmissen. Die Fabrik steht. Die produzieren und wir haben wieder nur drei Nahrung. Nee, ich glaube, wir werden untergehen. Ich glaube nicht, dass wir untergehen werden. Nur weil ich so gierig war, das ist wieder so das Problem dann, ne? Sobald man gierig wird. Colonists are departing. Abreisen, da einer her. Jetzt ist es wieder eine Kuppel ohne Lebenserhaltung. Warum? Ich verstehe nicht so. Wie kann das sein? Wie? Wie kann die deaktiviert hier werden? Sie hängt am Netzwerk. Ein durchgehendes Kabel oder sowas? Muss ich jetzt ein durchgehendes Kabel ziehen oder? Wo ist der Fehler? 126? Oh, das ist scheiße. Wir haben nicht mal das repariert. Haben wir wenigstens das repariert? Ja, wenigstens das haben wir repariert. Wir haben angeblich nicht genug Strom. Ich check nicht, wieso. Maximale Produktion 236,2. Stromverbrauch 375. Strombedarf 402. Gespeicherter Strom 2600. Wo ist denn das Problem? Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so wirklich. Selbst das hier, was direkt an den Solarpanelen steckt. Ich verstehe hier wahrscheinlich irgendwas ganz, ganz falsch. Das darf jetzt auch welche mitnehmen. Bringt dem unser Gold. Ich habe sonst keinen Plan mehr. Wir haben die ganze Zeit schon Schulbottet. Bietet Blue. Warte mal, schaue ich mir nochmal Blue-Ding an. Blue, das bist du hier. Kontakt. Handel beginnen. Ich habe den Handel nicht ganz verstanden, ganz ehrlich. Ladet den erst noch voll. Dann können wir vielleicht Nahrung holen noch ein bisschen. 10 hungernde Kolonisten. Ich hasse es. Ich verstehe nicht, warum ich nachts zum Beispiel keinen Strom habe. Ich verstehe nicht, warum die Hälfte nicht funktioniert. Oh, das ist doch scheiße. Jetzt ist es wieder Nacht, jetzt geht hier der Strom aus, obwohl hier eine direkte Stromverbindung steht. Jetzt geht der Nachtmodus an und pass auf, die hier hinten ist wieder dunkel. Warum ist sie dunkel? Ich check's nicht. Ich hab doch tonnenweise Energie gelagert. Dann nimmt es doch aus den Batterien oder ist es, weil jetzt. Selbst die Batterien sind ja alle bummvoll. Klar, die ist jetzt inaktiv, weil die hat keine Reparatur drin. Aber hier vorne sind auch noch Batterien, die funktionieren. 600, oh, das ist gut. Komm schon, wo sind die letzten zwei, die wir brauchen? Jetzt beladen die beide ja super. Das ist natürlich jetzt richtig geil. Wie mache ich das? Hast du noch was für mich? Ja, gut, dann können wir den gleich losschicken.
Ich hab's mir irgendwie anders vorgestellt. Ich hab's mir irgendwie anders vorgestellt, Leute. Zerstörte Fahrzeuge? 4 Drohnen? Uff. Uff. So, ich muss jetzt aber leider nochmal nach einer Frachtrakete anfragen. Ich brauch dringend Polymer, ich brauch dringend davon. Und die Ernährung so viel wie es halt geht aktuell. Starten. Es hat schon wieder. Es ist traurig, weil ich weiß, dass ich es eigentlich irgendwie hinkriegen würde. Es ist zu wenig. Der Strom fällt immer wieder aus. Ich check nicht wieso. So, ich brauche diese blöde Rakete, die jetzt kommen muss. Ich lasse mal auch wieder starten. Ich hätte vielleicht in Touristen setzen sollen, ne? Ich hätte anders bauen müssen. Ich hätte reduzieren müssen. Also 1, 2 Inseln nebeneinander, die haben alle Hunger hier hinten. Ist das wegen diesen Verknüpfungen, die ich gemacht habe? Was wäre, wenn ich direkt eine Verbindung ziehe? Aber das Ding hier unten hat ja auch keine Energie, nicht genug Strom. Ich verstehe bloß nicht, warum. Ist da nochmal ein bisschen was verdient? Holt alles raus, Leute. Da habe ich auch nicht genug Strom angeblich. Aber wieso? Das ist halt die Sache. Wieso? Ich habe Nahrung für euch. Der ist aus und der ist für gute Gründe erstmal aus. Er ist schon wieder eingestorben, ja super. 37 hungernde Kolonisten. Nochmal, okay, jetzt haben wir wieder 1,2 Milliarden. Bluecon bietet für 50 und akzeptieren. Ah, okay, die liefern uns jetzt, das ist gut. Oder das waren Händel, die sie uns angeboten haben. Das ist gut, jetzt kriegen wir Nahrung. Kannst du dich bitte darum kümmern, dass du noch mehr Eisen einfach abst drauf? Wie viel? Wir brauchen erstmal jedes Eisen, was wir kriegen können. Ah, schon wieder ein Meteorsturm. Juhu. Abreisende Touristen. Ach, Leute, ist eine coole Rakete. Gut, die bringen jetzt das nötige Zeug da rein. Was für den Handel vonnöten ist. Alles cool gemacht, der hat ein anderes System wieder aufgebaut ist. Schaut ein bisschen anders aus. Das macht schon eine Abwechslung ein bisschen so. Wenn sich die anschaut dann. Drohnen sind überlastet. Oh. Oh. Oh, das tut gerade gut. So viel Nahrung. Das ist gerade das Schönste, was ich hätte sehen können. Also echt das Schönste. So, wir machen angeblich 200 in der Nacht. Kümmern wir uns mal wieder darum. Wir machen eine Standardproduktion von 10, das bringt sich nichts. Standardproduktion von 200 braucht halt zur Wartung von dem blöden Zeug da so viel.
Ich könnte mir gerade noch einen leisten. Was, wenn wir noch hier einen hinstellen? Da wäre es bitter nötig. Hohe Wichtigkeit, bitte. Wir können es aktuell leisten. 26 haben Heimweh. Also aktuell ist die Nahrung wieder positiv, das ist gut. Die bringen fast nichts, das ist blöd. Die arbeiten an 300, das ist natürlich genial. Die Grundversorgung ist da, aber ich weiß nicht, wie lange die hält. Die arbeiten auch ein bisschen was. Die starten wir wieder. Und das Gute ist, dadurch, dass wir so viel Beton haben, wollen alle jetzt mit uns handeln. Und wir kriegen viel Nahrung zusammen. Bedeutet, unsere Nahrung sollte jetzt mit diesem Angebot gerade nicht unbedingt Probleme machen. Neue Anomalie gefunden. Dann schicke ich doch da mal unseren Forscher hin. Dich schicke ich hier hin zum Entladen. Schau mal, geht es heute Nacht wieder aus? Fun Fact, es hält sich. Hat es echt mit dem Essen zu tun gehabt? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also die Nahrungsversorgung ist das erste, glaube ich, gedeckt. Gefunden, 4 neue Anomalien, das ist gut. Zeig mir ein Geldmittel und einen Bewerber. Haben wir was in der Forschung noch drin oder habe ich mich jetzt so abschrecken lassen? Ne, wir haben noch sehr viele. Landschaftsbauprojekte kommen schneller voran. Das haben wir schon in die Leichentote werden verbraucht. Genenanpassung geschaltet. Farmhüllpunkte frei. Neue Nutzpflanzen frei, die bessere Erträge liefern. Das ist natürlich noch besser. Ladehandelskapazität. Vorteil ist, wir haben jetzt echt viel Nahrung gerade. Das macht mich doch ehrlich froh. Und dadurch, dass wir jetzt auch so viel Eisen noch haben, stehen wir doch ganz gut da. Oder wir stehen wieder einigermaßen gut da. Natürlich stehen wir nicht perfekt da, aber wir stehen wieder. Wir können uns ein bisschen halten. Und das ist natürlich schon was wert. Und wenn wir das Ding, blöde Ding jetzt hier aufgestellt kriegen, weil nur noch eine Sache für fehlt. Yes, bitte. Die sind alle ein bisschen lost im Kopf. Nicht genügend Arbeiter. Wollte mir jetzt sagen, dass ich wieder nicht genug Arbeit habe. Ich habe noch A28, A20 freie Wohnplätze. 134 freie Arbeitsplätze. Was habe ich gemacht? Ich brauche einfach mal eine Kuppel nur zum Wohnen, aber allein dafür brauche ich eine Kuppel für nur voll. Einfach nur. Also aktuelles Gebiet ist schon gut. Das haben wir schon. Ist gut unter Kontrolle. Forschung, Genanpassung. Das ist super. Was ist das? Tiefenscan. Nach tieferen Vorgängen. Das ist vielleicht gar nicht blöd. Das tun wir auch machen. Jetzt können wir gucken. Angeblich haben wir neue Angebote. Kann das sein? Hydrokulturen. Hier, die hier, oder? Schau an. Reis. Was hat das Höchste jetzt?
Reis. Großer Ertrag, jedoch langsames Wachstum benötigt. Wasser, 4 Solz. 4 Solz 12, 4 Solz 10. Was will ich Reis machen? Gemüse. Und das hier. Auf den großen Plantagen ist nichts Neues frei geworden, ne? Wenn ich jetzt hier so gucke. Nee. Schaut nach demselben aus wie immer. Ja gut. Ja gut, ja gut. Der hier tut, das ist gut. Damit können wir uns dann retten. Und ich würde sagen, bis das für den nächsten Folge schon mal vorbereitet haben, können wir jetzt schon mal schauen, dass wir dann nächstes Mal genug Polymer auf Lager haben. Und ein bisschen was davon noch. Vielleicht ein bisschen mehr Polymer. Starten wir die schon mal. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.